Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von How to Rainbow Six Siege. Heute möchte ich euch den ersten von den insgesamt ganz vielen Operator vorstellen. Und ich fange an mit dem, der mir am allerwenigsten gefällt. Und es ist Montagne oder Montagnon oder weiß nicht wie, ich hatte Latein. Er ist Franzose und hat ein ausfahrbares Schild. Und das ist schon die größte Besonderheit. So, wir schauen einmal an, was er an Ausrüstung hat. Da wäre als erstes sein Markenzeichen das ausfahrbare Schild. Auf Französisch Le Roc. Ich vermute, es heißt der Stein. Daneben kann er nur zwei Pistolen tragen, beziehungsweise eine von zwei Pistolen. Die erste wäre die P9, eine Pistole, die 40 Schaden macht maximal und 16 Kugeln im Magazin hat. Mobilitätpunkte, vollkommen egal bei den beiden Pistolen. Die P9 lässt sich aufrüsten mit einem Laserziel-Dingsbums und einem Schalldämpfer. Schalldämpfer natürlich praktisch, wenn man möglichst geräuschlos arbeiten will, was mit diesem Schild ziemlich schwer wird. Das sieht man aber vielleicht später noch im Video, denn Montagnon macht unglaublich viel Krach. Deswegen nehme ich auch die LFP 586 oder 586. Das ist ein 357er Magnum Revolver, der bis zu 64 Schaden macht. Allerdings auch nur 6 Kugeln im Magazin hat. Das einzige Upgrade für diese Waffe ist das Laserzielding, was man unbedingt nehmen sollte, denn wie ich später zeige, ohne ist das Ding so ungenau, es ist unglaublich. Ihr könnt damit den Gegnern nur Angst machen, indem Kugeln um sie herum einschlagen, aber töten wird damit zur Glückssache. An Granaten hat er einmal die Betäubungsgranate oder die Rauchgranate. So, und jetzt zeige ich euch ein paar Ingame-Szenen von diesem Typen mit dem Namen, den keiner aussprechen kann, aus Erte Französisch. Als Besonderheit sei angemerkt, um das Schild auszufahren, muss man die mittlere Maustaste gedrückt halten. Das hat dann zur Folge, dass man auch nicht mehr schießen kann. Man ist also ein Riesenklotz, der Kugeln abfangen kann, aber nichts mehr austeilt. So, wenn das Schild nicht ausgefahren ist, hat man die Waffe und kann ein bisschen schießen. Wenn man zielt, ist es natürlich ziemlich genau. Wenn man nicht zielt, ziemlich mies. Das ist das Gadget. Mehr kann es nicht. Ich zeige auch noch einmal die Blendgranate. Die macht blind. So, als nächstes wechsle ich einmal die Ausrüstung und zeige euch die nächsten Waffen. So, hier haben wir gleiche Szene, einmal mit dem Revolver. Mit einem Blick über Kim und Korn. Natürlich ziemlich treffsicher. Ohne Zielen. Erstaunlicherweise streut sie weniger als die P9. Naja, dafür ist bei schnellen Feuern der Rückstoß natürlich super heftig. Ich fange am besten hier unten an der Schwertspitze an. Und ratzfatz bin ich schon da oben. Naja. So, dann habe ich noch die Rauchgranate mitgenommen. Dramatische Auftritte steht, hat damit natürlich das richtige Werkzeug gefunden. Dadurch sieht man nichts, was sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Ja, so viel zu Montagnon, Montagne und mir fällt keine andere Möglichkeit an, den Namen noch zu verunstalten. Ja, als Fazit, ich mag diesen Operator nicht so. Vielleicht funktioniert er richtig eingesetzt und ich habe nur keine Ahnung, wie man ihn richtig einsetzt, aber er ist Drohneneinsatz. Merkwürdig. Und er sieht auch unglaublich groß aus. Und dieses Schild. Meine Herren. Ja,
Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like. Ansonsten macht es nicht. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao!